Prost, ihr Lieben, wir sind hier wieder auf unserer Terrassenküche und ich bin so eitel, ich trinke nur noch aus meinem eigenen Becher. Den könnt ihr bei uns im Shop erwerben, unterstützt uns damit übrigens hier. Und ich sage euch, der Tee, der hier drin ist, ist göttlich. Den bestellst du mal aus England, ne? Natürlich. Der Tee? Ja. Ja, ja, klar. Aber nur aus dieser Tasse ist er so göttlich. So, stell ihn mal hier hin. Heute mache ich euch etwas, das ist ein bisschen Fummelarbeit, das ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich kriege es hin. Ich habe euch hier erstmal ein Showpiece sozusagen hingestellt, so wie es aussieht. Und auf diesem Brett zeige ich euch, wie man es macht. Und zwar ist es Wirsingkohl. Mein Thema ist immer noch Kohl. Wirsingkohl, aber mit Fisch gefüllt. Dies ist Seelachs. So rot, den habe ich so ein bisschen mit Zitrone und so weiter einbalsamiert. Drei Scampis draufgelegt habe und dieses hier ist frischer Majoran, den ich hier drüber sträußle. Dann einen kleinen Hauch Salz. Das ist ganz simpel, aber es ist originell. Wirsing mit Fisch gefüllt. Ich meine, das finde ich originell. Den Wirsing habe ich hier unten, dieses harte, mit dem Messer abgeschnitten. Das kann man so abschneiden. Und dann habe ich diese Blätter kurz blanchiert. Nicht vergessen, eine Prise Soda ins Kochwasser zu geben. Aber nur so aufwallen lassen, denn das hält die Farbe. So, jetzt versuchen wir mal, dieses einzurollen. Das ist nämlich hier der Trick an der Sache. Das rolle ich so ein. So. Martin, ich muss es erst einmal so. Okay. Einmal so. Dann habe ich jetzt schon mal einen festen Griff. Dann schnüre ich das Packerl hier. So. Dann drehe ich das um. Na bitte, wer sagt's denn? Und dann mache ich eine ganz ordinäre Schleife oben drauf. So. Und das Ganze lege ich in diese Auflaufform. Da habe ich schon drei drin. Jetzt zeige ich euch nochmal das große Blatt, ja? So mache ich nochmal, ne? Also, das habe ich hier abgeschnitten, diese harte Sache. Also nur von außen sozusagen? Nur von außen. Das kann man ganz fein so abschneiden. Das geht ganz easy. Dann diesen gesäuerten, gesalzenen Fisch hier rein, Seelachs, dann diese Scampis, mit denen ich eigentlich nichts gemacht habe, dann frischen Majoran, nicht zu wenig, so. Weil frischer Majoran, das ist manchmal ein bisschen schwer zu bekommen, kann man auch getrocknet nehmen. Ich weiß, du bevorzugst immer frische Kräuter. Martin, du hast so recht, aber man kriegt frischen Majoran. Okay. Man muss nur gucken. So, aber wenn ihr den nicht findet, dann nehmt ihr natürlich getrockneten. So, und jetzt mache ich diesen Trick mit dem Einrollen. Blatt rüber, Blatt rüber. Jungs, stramm stehen, es geht los. Es wird ein Paket. So. Mir ja auch so einen Plan zeichnen können, ne? Ja. Martin, so zeichnen, ne? Hinter mir ist eine riesen Tafel mit der Zeichnung, wie du Schritt 1, Schritt 2. Oh, Kinder. So ein Teleprompter. Man kann sich das auch kompliziert machen. Ja, das sieht aber sehr gut aus. Sieht doch schon gut aus, ja, ne? Ich habe die Päckchen vorhin fotografiert. Die sind wirklich sehr nett. Du hast ja schon zwei vorgemacht. Ja.
Naja, die zwei habe ich in der Küche gemacht. Ja. Freunde, bald geht dieses Terrassenküchenteam wegen aus klimatischen Gründen in unser Winterlager. Ja. Die Terrassenküche wird bald umziehen in ihr Winterlager. Das müsst ihr euch jetzt ganz doll merken, was ich gesagt habe. Die Terrassenküche wird demnächst, wenn das hier unerträglich wird, umziehen in ihr Winterlager. Du hast dein Mikrofon so weit unten unter dem Tuch, dass ich dich kaum höre. Kannst du mich jetzt hören? Ja, ein bisschen besser. So. So, jetzt war meine Idee, herrlich, ne? Ja, sehr schön. Flattert so einfach in unsere Sachen, ne? Das ist eben Terrassenküche. Jetzt habe ich, weil das so, ich wollte das farblich so ein bisschen, mein Nachbar, ich wollte das farblich so ein bisschen schöner haben, so optisch, so, Martin, Schleichwerbung, so passend zu unserer Tasse. Ja, sehr schön. Fällt mir gerade auf, Martin, so passend zu unserer Tasse. Sehr schön. Ne? Ich koche jetzt immer passend zu unserer Tasse. So. Habe ich das hier mal so ein bisschen mit so ein paar Tomätchen aufgepeppt, aber ich habe die oben eingeschnitten, oben eingeritzt. Ja. Denn wenn die jetzt in den Ofen gehen, die gehen jetzt mit auf 180 Grad, mit 180 Grad, ungefähr 40 Minuten. Darf ich das nochmal das Eingeritzte sehen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, hier oben. Das habe ach so, ja, okay. Ich sehe es. Seht ihr es auch? So einen kleinen Schnitt da oben drin. Ja? Im Prinzip das, genauso, das geht wie wenn du die Haut abhältst, ne? Im heißes Wasser schmeißen. Ja, genau. So, jetzt habe ich hier etwas Gemüsebrühe. Nicht zu viel, das ist kein Fischfond. Ich kann euch demnächst mal Fischfond zeigen. Sagtest du, hattest du angekündigt, aber nicht gemacht. Martin, dazu müssen wir... Wir müssen einfach mal bestellen. Winterlager. Weil, und das ist ein bisschen Weißwein. Und mehr mache ich da jetzt nicht mit. Wenn das fertig ist, hole ich das wieder raus und dann mache ich da noch mit etwas mit Sauersahne. Warte, Fischfond können wir nur in unserem Winterlager machen, weil das riecht sehr stark nach Fisch. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier. Hier draußen. Mit dem Winterlager, das wird das Thema durchdiskutiert. Nennen wir es weiter Terrassenküche, obwohl wir drin sind oder nicht? Du hast ja schon angekündigt, dass ich da dieses Schild gemalt habe. Ich bin da schon ziemlich sehr entschlossen. Ja, aber nennen wir es weiter Terrassenküche da drin. Da bin ich sehr entschlossen. Ja? Ja, weil... Dieses Wort Terrassenküche gefällt mir so gut und wir machen das ja jetzt seit wie vielen Monaten intensiv. Und ich möchte dieses Wort beibehalten, aber ich werde mir von meinem jüngsten Sohn ein Schild malen lassen. Terrassenküche, Winterlager. Und ihr könnt euch uns dann auch weiterhin so finden. Das heißt, meins möchtest du wegschmeißen. Naja, ist alles gut. Martin, ich habe deins noch nicht gesehen. Ja. Ich weiß, dass... Nein, Basti macht das ganz wunderbar. Ich weiß, dass diese wunderbare... Martin, du kannst auch gleich das Auto da ab. Das passt auch genau hier zu. Siehst oh, du? Nee, das passt ist genau ein kleiner... dazu. So. Na, Martin, dann... Nee, alles... Ich muss ja die Gunst so ein bisschen verteilen. Ja, genau. So, ich bringe dieses jetzt in die Küche auf 180 Grad. Mittlere Schiene. Ich werde es aber zu Anfang mit etwas Folie abdecken, beziehungsweise ich habe so einen Deckel hierfür. Und denn das Ziel ist ja nicht, dass sich das hier doll bräunt, sondern es soll ja nur durchziehen. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Ich stelle mir das so toll vor. Du auch? Ja, absolut. So, also bis gleich. Ihr Lieben, wir sind jetzt in meiner Küche und ich habe die kleinen Rouladen aus dem Ofen geholt. Und habe sie ganz kurz und sie nicht so aufgehen mit Folie bedeckt. Guck mal, wie die aussehen. Jetzt werde ich die heiß.
sehr heiß. Den Teller. Sieht jetzt ein bisschen viel aus, aber das macht nichts. Und dann lege ich mal diese kleinen Tomaten drumherum. Die hatte ich ja der Farbe wegen genommen. Und jetzt muss ich dies jetzt mit drüber machen. Ist das okay? Ja, auch gut, oder? Weil ich jetzt kurz, nur ganz kurz, ein winzig kleines Würstchen auf dem Herd machen will. Ja. Das ist jetzt also der Sud. Das ist also sozusagen der Fischsaft, der Kohlsaft. Den du da aus der Schüssel rausgenommen hast, ne? Ja. Ist nicht viel. Das soll hier nur ein kleines Würstchen werden. Jetzt mache ich ein bisschen saure Sahne da rein. Und hoffe, dass das hier mal ein bisschen fix geht. Das ist jetzt so ganz simpel. Zu diesen wirren Paketchen müsst ihr euch natürlich Kartoffeln kochen oder Kartoffeln, ne Martin? Kartoffeln klingt gut. Kartoffeln, ne? Klingt gut. Mhm. Würde ich auch sagen. Also nicht Reis oder... Na, ihr könnt natürlich, was ihr wollt, ne? Aber... Ich glaube, Kartoffeln passt auch wirklich am besten. Reis würde ich jetzt nicht so dazu sehen. Naja, obwohl, es ist Fisch drin, ne? Ja. Ich merke gerade, wir waren schon länger nicht mehr in der Küche. Ja. Ich habe hier nicht genug Licht von vorne für dich. Wird alles wieder, wenn wir den... Wenn wir umziehen. Wenn wir umziehen. Oder zwangsumgezogen werden durch das Wetter. Ja, wir werden ja irgendwann mal zwangsumgezogen werden. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Das Buch. Martin, kann ich das auch hier vorstellen? Das könntest du auch hier vorstellen. Denn das Süßchen dauert jetzt ein bisschen. Ja. So, das ist Nawa Ebrahimi, 16 Wörter. Schwieriges Buch. Mona, so heißt sie, die Protagonistin, ist im Iran geboren, lebt aber in Köln. Ihre Großmutter stirbt, die im Iran lebt. Das ist diese Großmutter, die immer schlechte Witze machte, ne, so nach dem Motto, wo keiner lachte. Nun ist sie aber gestorben und diese Mona, also die Enkelin ist es ja, traut sich da nochmal in dieses ungreifbare Land zu fahren. Sie hat ihre Wurzeln nicht richtig im Griff, die Sprache nicht richtig im Griff, also weder ihre Heimatsprache, sie ist ja da geboren, noch das Deutsch, dass sie das so zusammenkriegt. Sie fährt mit ihrer Mutter hin, allein traut sie sich nicht. Das Rückticket ist schon gebucht. Sie will wieder zurück nach Köln fliegen und dann hat sie da aber einen hervorragenden Liebhaber, was sowas alles ausmacht und der überzeugt sie doch noch im Land zu bleiben und er will ihr was zeigen und dann geht die Geschichte eigentlich erst richtig los. Dann nimmt er sie an einen Ort, wo sie gezwungenermaßen sozusagen ihre Wurzeln erkennt und zu sich selber findet und merkt, wo sie eigentlich herkommen. Ich will euch jetzt die Spannung nicht nehmen. Ist super geschrieben, also nicht schwierig geschrieben, aber ist so ein bisschen, muss man sich reindenken. Aber ich empfehle es auf jeden Fall. Jetzt, die Angaben findet ihr auf unserer Seite. Jetzt kocht man ein Süßchen, legt das Buch mal weg. Das Süßchen muss jetzt ein bisschen eindicken. Und ich werde das mal eben probieren. Ich habe das auch schön. Ja? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Das Süßchen hat. Es ist wirklich eine Mischung aus Fisch, Scampi, Kohl. Eine ganz originelle Mischung. Ich habe da ja gar nicht viel mit gemacht. Es ist ja nur Wein und der Saft. So. Wollen wir denn mal so eine kleine Roulade anschneiden? Ja, lass uns mal hier wieder rüber gehen und kurz eine Roulade anschneiden. So, ich werde jetzt mal eine Roulade anschneiden. Welche nehmen wir? Die ist am schicksten. Diese schicke.
lösen das Band. Es ist heiß. Heiß. Sehr heiß. Jetzt schneide ich die mal durch. Möglichst malerisch. So. Wow, sehr schön. Da hat man die Scampis drin und den Fisch unten drin. Ja. Und das Ganze in der Rolle. Sehr schön. Martin, du darfst das jetzt gleich essen. Ja. Ich gebe dir noch ein Kornettchen. Danke. Und Süßchen, oder? Und ich gebe dir das bisschen Süßchen. Sehr schön. Wenn man so ein bisschen gemacht, ne? Ja, da ist ja auch noch ein bisschen Sud rausgelaufen. Ja. So. So, Martin. Jetzt. Das mag ich nicht trauen. Ja. Man sagt, du kochst recht gut. Wer sagt das? Ach, es gibt so Menschen, die das behaupten. Gut. Das ist ein raffinierter Kombi. Das war übrigens 1 Stunde und 10 Minuten im Ofen, auf 180 Grad allerdings noch. Wobei ich nicht so ganz sicher bin, ob dein Ofen wirklich noch die Puste hat, 180 Grad rauszubringen. Also, müsst selber aufpassen. Sag ich mal so. Ja. Ich hatte ja erst gedacht, so 40 Minuten, 45 Minuten so, ne? Das haut nicht hin. Martin, ich dir das übergebe. Isst du erstmal die Hälfte? Ich esse erstmal die Hälfte. Und warum soll ich immer alles weggeben? Kommt doch sowieso nicht mehr. Oder? Ja, ja, natürlich. Wir warten aber noch einen Moment. Du wolltest 100 werden. Bis zum nächsten Mal.